So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, es wird einfach nur ein kurzes, schnelles Video, weil ich wollte eigentlich darüber kein Video machen. Braucht man auch nicht, aber ich möchte deine Meinung hören. Ihr seht, es ist von Tops. Ein Hausaufgabenheft und ein Freundesbuch. Das Freundesbuch ist ein Hardcover, das Hausaufgabenheft ein Weichcover. So, und jetzt müsst ihr stark sein. Dieses hier kostet 5 Euro. Dieses hier kostet einen Zehner. Wofür? So, ich kenne das noch wie früher. Da hat man es selbst gemacht. Besonders, jetzt passt mal auf, Hausaufgabenheft. Ist klar, es kommt hier vorne rein, wer ihr seid und sowas alles. Stundenplan von Hausaufgaben aufhabt. So, es sind immer andere Fußballvereine. Hallo? Wenn ich nun mal die Fußballvereine nicht mag, warum sind die dann da drinne? Dann habt ihr hier, seht ihr, so Aufkleber, könnt ihr mal aufkleben. Stundenplan. Nein, hat für mich keinen Sinn. Meine Meinung nach. So, jetzt kommen wir zu unserem Freundesbuch. Meine wahren Freunde, da brauche ich kein Buch für. 10 Euro. Haben wir wieder die Fußballverein. So, jetzt habe ich Freunde. Erstmal tragt ihr euch ein. Was wissenswert über Fußball. So, du bist, also ich bin da. Dann natürlich ein Kalender ist da drin, wo ihr mit eure Freunde, jetzt kommt's, eure Freunde. So, und schaut mal. Wenn die Vereine nicht leiden können, warum sollen die sich eintragen? Es sind immer andere Vereine. Köln, ja. Dann kommt der Name, Sprint, was er... Hallo. Dann hätte man das doch alles weglassen können, besonders Bayern, und einen Aufkleber drauf machen können. Also, meine persönliche Meinung. Mein Freundesbuch, 10 Euro. Rausgeschmissenes Geld. Hausaufgabenheft, 5 Euro, rausgeschmissenes Geld. Das ist aber jetzt nur meine Meinung. Du oder du, schreibt mir jetzt eure Meinung bitte in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Besonders von der Preise. Braucht man sowas? Unnötige Ressourcenverschwendung, meine Meinung. Aber wie gesagt, ich kann mich auch täuschen, dass da draußen ganz viele sind, die sowas wollen und brauchen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt bitte ehrlich sein, eure Meinung, eure Kommentare dazu. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.